Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Ich hatte jetzt hier, nachdem wir den Smiley-Kampf einmal angegangen sind, den Spielstand wieder geladen, wo wir das noch nicht gemacht haben. Yes. Und wir werden den dieses Mal dann auch noch nicht machen. Da sind ein paar Sachen, die jetzt zusammenlaufen. Wahrscheinlich wird das jetzt möglicherweise eine komplette Organisationsfolge werden. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch was zu einem Kampf oder so komme, aber das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich viel werden. Also ich versuche das hier mal kurz nochmal abzureißen. Wir haben diesen Smiley hier, der ja mit der Molly abgehauen ist. Die Molly ist hier. Wir haben den Bleu Bär, den machen wir uns wahrscheinlich zum Feind, wenn wir den Smiley retten. Ich hatte da auch schon was rumprobiert, aber ich bin mir nicht sicher, wie das hiermit der Einfluss ist von dem, also das, ob wir den dann weiter retten können aus dem Gefängnis und ob wir damit noch weitere Informationen bekommen. Dann stellt sich der als Bleu Bär als besonders fies raus und wir müssen ihn umpusten. Wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich den Smiley dann wirklich in die Gruppe bekomme. Das kommt halt darauf an, wie man dann wahrscheinlich die Entscheidungen da trifft. Also klar, wenn man dem nicht hilft, dann ist er weg. Aber ich weiß nicht, wie sich da was ergibt. Also im Moment lasse ich das offen. Wir werden also erstmal das Gefängnis noch erledigen, bevor wir das hier machen. Wir werden mit dem Trupp jetzt weiterziehen. Erstmal in die Stadt. Take a deep breath. Da werden wir dann Gegenstände mitnehmen, dann werden wir uns mit denen zusammenschließen, dann werden die sich wiederum auf den Weg begeben und ich glaube, wir machen uns dann hier hin zum Flüchtlingslager und wir müssen uns quasi hier mit den ganzen Leuten dann am Flüchtlingslager treffen und da wird dann nochmal alles umgebaut. Und ja, das wird wahrscheinlich den Großteil der Folge jetzt an Zeit kosten. Ich hatte hier schon vorher rumgedoktert und mir gedacht, das kriegst du schneller hin und straffer alles. Also gucken wir mal. Also wir gucken erstmal. Ja, die kommen jetzt hier rüber. Ja, die sind jetzt erstmal da. Natürlich werden wir jetzt auch von der Quest hier was weiterführen. Also hier in dem Sektor ist jetzt erstmal nichts. Wir gehen dahin weiter. Und dann haben wir hier unten, das Team ist im Sektor angekommen. Da können wir aber kurz die Zeitschrift kaufen, die da wieder neu... Ach, und wir können... Ah, dann haben wir doch noch ein bisschen was zum Kämpfen. Wir haben hier auch noch dieses Mamams Mädchen. Und das können wir hier erledigen. Yo. Wunderbar. Dann ist es doch nicht nur Gegenstände hin und her bringen. Wir werden erstmal eine Zeitschrift kaufen. Naked Guns, Fitness Tipps. Naja, ein Apfel am Tag. Das sind Lebenspunkte. Ärzte hassen diesen einfachen Trick. Sehr gut. Ja, genau. Wir werden jetzt erstmal hier aber auf den Sektor-Stash zugreifen und wir werden alles mitnehmen, was auch nur irgendwie sinnvoll ist oder was wir verschrotten können. Weil hier das jetzt zu halten macht wenig Sinn. Wobei wir teilweise auch wieder zurückkommen werden hierhin. Der hat leider zwei Pistolen, die man eben nicht wegnehmen. Ja, genau. Übrigens, wenn man hier mit diesem Doppelschuss mit Dual Wield einen angreift, der zurückschießt. Ich hatte das, dass der Gegner dann noch zweimal reagiert hat, mir zweimal für einen Angriff dann zurückgeschossen hatte. Sehr unangenehm, sag ich mal. Das Problem ist jetzt hier, dass wir keine Ammo dafür haben. Das heißt, der kann die da jetzt so auch gar noch nicht verwenden. Das ist aber Schrott und die wird jetzt auch da keine zwei Pistolen verwenden, sondern die kriegt das Gerät. Der hat eine Schrotflinte. Der könnte... Kriegt jetzt erstmal das. Allerdings haben wir... Ne, wir haben hier gar keine Ammo dafür. Wir nehmen das aber trotzdem mit. Wir haben dann ihn hier noch.
Den Kram nehmen wir komplett mit. Medizin nehmen wir auch mit. Da müssen wir mal schauen, wer da was noch gesteigert bekommt. Das nehmen wir mit. Parcours, die Sachen lasse ich hier. Also Technik nehmen wir mit. Das kann der Barry benutzen. Aber Beweglichkeit, Kraft und Treffsicherheit, das kann... Das kriegt auch einer aus dem anderen Team. Eine Granate. Geschicklichkeit, genau. Die Sachen lassen wir hier. Und das hier auch. Die beiden Schrotflinten. Eventuell brauchen wir die halt jetzt hier für den Kampf. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn wir das Teil jetzt da auch nicht... Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit zum Nachladen oder so. Wir könnten vielleicht mit der Machete was erledigen. Ja, hier, kriegst du die Machete. Dann gucken wir mal, ob wir die Gegner abmessern. Moment. Das ist natürlich jetzt blöd mit dem Ding. Material nehmen wir einfach mal komplett mit. Hatte der das jetzt hier umverwüstet? Ja, Schrotflinte, da machen wir nichts mit. Schrott weg. So. Und da haben wir wieder... Okay. Ist natürlich jetzt auch nicht die super Ausrüstung hier, aber das ist das, was wir haben und damit müssen wir jetzt arbeiten. Gucken wir mal, ob wir diesen Missbrauchstäter da erledigen können. Keine Ammo. Wir stellen erstmal die Waffen ein. There's a cowboy ready. Ja, okay. I'll be listening. Das könnte etwas übel sein, ohne gescheite Ausrüstung. Zäher Gangster. Okay, reden wir mal mit dem. A monster too, didn't she? You won't start a shootout at the market over a fucking whore, will you? Auch doch. They are all over me. Es kann jetzt sein, dass die uns auch direkt kaputt stechen. Ne, tun sie nicht. Where to? Konnten aber schon zweimal schießen. Yes, Partner? Ist natürlich ein bisschen... Oh, die Performance ist aber hier so ein bisschen am Leiden. Vielleicht, weil das nachts ist. Ah. Die Steuerung geht so halbwegs, aber... Okay, also wir werden mal gucken, dass wir... Na, wir könnten auch... No sweat. Genau, wir laufen mal dahin. Nahkampfangriff da. Auf den Hals. Ah. Okay, das war mal maximal schlecht. Also idealerweise würden wir sowieso die Gegner alle in einer Richtung vor uns halten, aber ich müsste mal gucken, ob wir das dann die Leute hier anders aufstellen sollten. So. Na, die sind jetzt... Die sind jetzt da nach rechts gelaufen. Die kommen aber sehr schnell wieder ran. Naja, das war jetzt auch nicht sehr vorteilhaft. Yes. What's the plan, Chief? Okay, dann laufen wir da ran. Performance leidet. Dann machen wir halt nur Oberkörper, greifen dreimal an. Je suis blessé. So. Way to go, partner. Der ist im Eimer. Nummer 1. Dann. Where to? Die hätte eine Granate. Damit könnte die natürlich die erstmal sprengen. Chance auf Missgeschick niedrig.
Okay. Die kann dann mit der Pistole immer noch einmal schießen. Das war nicht so gut. Squeezing the trigger. It be killing time. Naja. Ich probier's mal. Ja, gut. So. Die haben aber auch zäher Gangster. Die schießen halt zurück. Auch Granate. Pistole. Moment, da gucken wir erstmal. Dass er mit der Gratisbewegung. Your confidence makes me feel confident. Mobiler Schuss. Der greift nicht zurück an. Wir könnten jetzt entweder nochmal schießen. Naja, wir werden das auf jeden Fall nicht komplett hinbekommen. Okay, dann machen wir. Yes, Partner? Wir haben halt nur begrenzt Optionen jetzt. Nahkampfangriff, Ansturm. Ach, das hätte ich vorher verwenden können. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Dann seine Spezialfähigkeit. Gucken mal, was davon übrig bleibt. Der ist weg. Damit haben wir dann Overwatch noch auf den, aber... Das wird nicht reichen, um den zu töten. Und wenn der jetzt natürlich jemanden umsticht, dann ist es auch vorbei, verletzt. They're too good. Watch out. Die haben beide Maschinenpistole, das heißt, die werden mich zumindest nicht abstechen. Aber der hier ist jetzt das Problem. Wenn der sticht, dann... Die erledigen sich gegenseitig. Ja, sowas habe ich vermutet. Also, an sich war das in Ordnung, aber wir müssen diesen Messertypen einfach töten, sonst ist es vorbei. Also, ich habe hier mal ein bisschen rumprobiert und auch von der Performance geguckt, was da im Argen ist. Reden wir erstmal mit dem. Wir müssen gucken, dass der halt von den anderen entfernt ist. Damit wir eine Chance haben, erstmal den zu plätten. Der läuft aber jetzt weg. Und dann nicht direkt von den anderen erschossen werden, weil alle gleichzeitig kriegen wir auf jeden Fall nicht tot. Was die Performance betrifft, sobald wir A an, also die Ansicht hier mit den ganzen Namen haben, läuft das Spiel nicht mehr. Das muss auf jeden Fall aus sein. Hier in der Stadt. So, dann werden wir mal versuchen, den umzumessern. Wir müssen aber da Punkte übrig lassen, weil der Maschinengewehrtyp super fies ist. That's such a good place for me to be. Wir werden mal. Ja. Ich versuch das noch. Ja, okay. Yo. Ja? Kann der da vorbeilaufen? Ja, das ist aber wahrscheinlich nicht so optimal. You got the wolf. Hätte das wahrscheinlich ein bisschen anders machen müssen. Damit der den von vorne anstürmen kann. Ja, probieren wir das mal so. Der hat aber jetzt eben nur noch den einen Angriff quasi. Das heißt, der muss auch treffen. Naja, das hat getroffen. Ja, dann legen wir uns hier mal zu Boden. Und vor denen sollten wir wahrscheinlich erstmal abhauen. Wir könnten auch mit dem dahin.
Jawohl. Sneak up on Rustlers, Partner. Die kann sich auch tarnen. So, dann warten wir hier erstmal. Und dann gucken wir mal, ob die Gegner jetzt zu uns hinkommen. Na, wahrscheinlich wird der Maschinengewehrschütze hier draufballern. Ach, der ist da oben hoch. Okay. Quiet now, Partner. Naja. Ja, das ist natürlich hier drin, aber wir müssen da wegkommen. Das war daneben. What's the plan, Chief? Und dann gehen wir da auch weg. Okay. Dann wechseln wir hier mal. Ja, falls da dann jemand vorbeiläuft, greifen wir den hier mit an. Of evil energy. Watch this. Can't wechseln. Now, can you? Ah, mit der Schrotflinte ist das natürlich jetzt auch nicht so gut. Aber damit ist jetzt, sind alle außer Tor in Tarnung. Wir können hoffen, dass der hier vorbeiläuft. Wir probieren das mal aus. Die hätte noch die Granate. Eigentlich müsste der aber da hinten drauf. Mit der warten wir hier ab. Und dann... Er wartet. Okay. Na, da will uns aber keiner. Oh, doch. Hello, enemies! You really should consider running away. You are no match for our overwhelmingly positive attitude. Das heißt, die kann aber jetzt nach vorne laufen, die Granate werfen und wieder weglaufen. It's a good position. Und den damit treffen, wenn die denn. Time to fling up some banging pineapple. Ja, das war mal nix. Ich glaube, ich gehe dann wieder. So. Dann werden wir unseren Cowboy Ninja hier mal overwatchen lassen. Yes. Na, weiß ich nicht, wie gut die da durchschießen können. Die legt sich mal. Nee, Moment, die legt sich nicht hin. Fangen wir so. Hit in the dirt. So. It's me, Thor. Schleichangriff hinterhalt mit der Schrotflinte ist natürlich auch so eine Sache. I am one with the stillness of everything. So. Und das war nichts. Streifschuss und nochmal. Ja, sehr gut. Das wird als Kampf um das Toilettenhäuschen in die Geschichte eingehen. Aua! Jo. Okay. Na, laufen wir da hin. Der hatte als andere Waffe die Machete. Eigentlich müssen wir ja den töten. Doppel. Äh.
Naja, wir probieren es mal. Oh. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Okay. Der ist verletzt. Okay, unverletzt, verletzt. Dann... Da haben wir noch einen, der schwer verletzt ist. Erstmal machen wir die... Wir müssen jetzt wahrscheinlich draufrauschen, wenn wir da eine Chance haben wollen. Hallo! So, der kann... Der muss aber auch aufstehen. Der kann bis dahin laufen. Yes, Partner. Und der kann auch seine Fähigkeit direkt einsetzen. Der müsste aber dann bis dahin kommen. Okay, das heißt, die müsste zuerst schießen. Und dann ist der aber schon... Das macht keinen Sinn. Also müsste der zuerst hier rüber. Sure, ja. Partner. Dann kann der damit erstmal alle schon mal anschießen. Wobei der die Hände kaputt hat. Fast tot, okay. Ja. Dann nehmen wir den Tor. Der läuft jetzt ja möglichst weit noch nach vorne. Der kann dann noch einen Schuss abgeben. Quatsch. You may just turn out to be all right. Jetzt haben wir zweimal noch verletzt und den Overwatch noch als Backup. Laufen wir da drauf. Der ist aber immer noch verletzt. Die könnte aber auch das damit aus ihrem einen Angriff zwei Angriffe machen. Dann probieren wir das aus. Und das machen wir jetzt hiermit auch. Damit haben wir aus jeweils einem Angriff jeweils zwei Angriffe gemacht. Sobald die sich also bewegen, wird das für die hoffentlich unangenehm. Ja, der kann eben leider dann nichts mehr machen. They're too good. Watch out. Das war schon mal nichts. Ah! Damn, that hurts. Shit, das hat nicht gereicht. Aber das ist in Ordnung. Nearly took my boot off. These boots never come off. Okay. Dann. Nee, das machen wir nicht so. Yo. Fangen wir erstmal hier an. Nee, damit nicht. Den da unten können wir damit nicht erwischen. Ja, dann. Ein normaler Angriff, der reicht da schon. Von dem ist nicht viel übrig. Und da ist die Mauer vor. Ja, das wird nichts. I'll be listening. Squeezing the trigger. Und weg. Okay. Wunderbar. Das hätten wir also. Zu looten ist hier nichts. Ich kann noch mal mit dem Vorarbeiter reden. Ich glaube, da war vorher gar nichts. Kann mich zumindest nicht. Zusätzliche Arbeiter können für Diamond Red angeheuert werden. Ja, wir können für dich arbeiten. Das Syndicate bringt dir Arbeiter für gute Payment. Happy workers earn money. Happy Syndicate get a share. Happy you. Everyone happy, na? Okay, cool. Follow me. Aye, we should check this out. Na, dann machen wir das auch noch. Let's go. Infos erhalten über Rimville. Right on. Okay, wenn wir da hingehen, muss ich doch mal dran denken, dass wir da auch noch mal uns umschauen. Yeah, man. Aber ich glaube, ansonsten bin ich hier schon mal mit... was mit Livewire durchgelaufen. $1,500 aus dem Telefon gehackt. So läuft das. We hear you, Chief.
Come, friend. Best prices in Grand. So. Ja, damit hätten wir das jedenfalls erledigt. Bei dem können wir auch nochmal zu Hause vorbeischauen, ob da was zum Mitnehmen ist. Outstanding. Ne, da ist nix. Okay. Das heißt, diese eine Quest hätten wir jetzt auch erledigt und die können wir dann da oben in der Stadt abgeben. Die sind im Moment auf dem Weg dahin. Ja, die müssen jetzt sich mit denen zusammenschließen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Operation. Sektorversteck. Da haben wir alles schon mit. Doch, das passt so. Die werden jetzt dahin. We're on our way. Die sind... Ich guck mal gerade noch mal in die Questübersicht. Diamantenminen. Ja. Okay. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch mal vorbeigucken. Okay, Shimurenga will sich unterhalten. Dann werden wir da jetzt als erstes noch hin. Also die sind auf dem Weg, der ist auf dem Weg, das ist auf dem Weg. I'm here. This where the party's at? Jawohl. We're moving the party. Can we stop for snacks on the way? Da haben wir jetzt noch diese Quest. I order you to take care of the wounded, bury the dead, and celebrate this victory with your brothers in arms. Leave me alone with our brethren les mercenaires, so that they can report to me about their secret mission. Vive la Revolution! Da haben wir jetzt noch diese Quest Innenstadt Pantagruel, aber hier ist halt nichts. Da kann man, also merkt die Suche nach Biff, das scheint mir... Also an einigen Stellen bekommt man halt hier so Quests... Teile hingeworfen, aber man hat eigentlich gar keine Ahnung, was das noch soll. Also ist vielleicht nicht ganz optimal gelöst. Ich meine, das ist ja eine neue Quest, die hatte ich ja so noch nicht. Glaube ich. Das ist jetzt nach der Diamond Red Mine, soll der sich hier hin... Ne, nach der Diamond Red Mine habe ich das, glaube ich, bekommen. Aber das hier ist ja eigentlich... Von der Zeit her noch davor, also es macht eigentlich wenig Sinn. Naja, egal. Gracia has changed. I see it in the intel reports. I feel it in my bones. I smell it on the wind. There is no one that lives who still remembers the old resistance. No one but me. And I'm tired of fighting. I'm thinking that the time has come for the Savannah Lion to step down. Okay, was ist mit deinen Marquis? My Maquis are nice boys and girls. They are good at following orders, but there is not one visionary among them. The revolution needs a leader with vision. Otherwise, it becomes a monster that eats its own children. Wer wird der Nachfolger? You. I have watched you closely. I see what you are doing, and I already know it. You will bring the change that Grand Chien needs. You have proven to me that you care about our life, our struggle, our pride. You know about our problems, and you have the strength to solve them. Whatever power I have, I give it to you, to help you. Do not disappoint me. I give you Force Noire and the command over my Maquis. As for me, I guess it's time to go and see the world. Ja, wir haben eigentlich alles ausgeschlagen, was er so machen wollte mit diesen Steckbriefen und dann mit dem Krankenhaus das. Und dann, wir haben einfach genug Leute umgebracht. Das hat, das sind die Werte, weshalb wir jetzt zum Anführer werden. Hast du denn keine Familie? No. The Revolution was always my bride. And the Maquis were my children. Okay, was ist mit deiner Mama Lilian? She's been trying to get me to retire for years. Lilian is a good woman, and I, well,
As the Maquis leader, I needed to remain devoted to the cause. I do not object to her profession, but I could never risk the distraction. All work and no play makes for a very dull revolution, if you ask me. But now that I have found fresh leadership for the Maquis, perhaps I can allow myself a bit of personal happiness. So what do you think? Will she have me? Du wirst sie glücklich machen oder sie braucht einen Mann wie dich. Ja, können wir nichts Negatives sagen, oder? You bet. You're a nice-looking man and a real gentleman on top of that. If I was her, I'd say yes before you even started. I have seen so many battles in my life, and I was never as nervous before a fight as I am now. But I will trust you, and I will talk to Lilian. Look, it's never too late to talk to the woman you like. You'll start a new life, you'll see. I'll ask her. And you know what? I won't need the lion's roar where I'm heading. Here, take it. Let its voice terrify the enemies of the people. Now, wish me luck, comrade. Wir haben außerdem fantastische Wortwitze erhalten. Ja, super. Oh. Und einen Haufen Erfahrung und Eis hat Stufe 6 erreicht. Naja, wir können ja auch nochmal Stufenaufstiege gucken. Und neue schöne Musik. Ja, bei dem hätte vielleicht Sprinter auch Sinn gemacht am Anfang, aber ich glaube, das hatte der schon vorgegeben. Bevor wir jetzt das hier noch nehmen, was sicherlich auch nicht schlecht ist, würde ich aber eher das hier anfangen, weil hier auch nochmal sehr gute Sachen am Schluss sind. Und da kämen wir nicht hin, wenn wir jetzt da noch irgendwo groß was mitnehmen würden. Die Frage wäre jetzt hier vielmehr, ob wir das hier nehmen, Crit bei Unterbrechen angriffen oder zusätzliche Crit-Chance beim Zielen. Dann als nächstes würden wir ins Gegenfeuer nehmen, damit schießen wir automatisch zurück. Bin mir nicht sicher, wie oft das dann da getriggert werden würde. Aber das wäre halt auch ein Unterbrechenschuss, der hiervon profitieren würde. Und damit würden wir dann zweimal mit dem Unterbrechen zurückschießen. Also das könnte schon sinnvoll sein. Aber insgesamt passiert es halt nicht so super häufig, dass wir kritten. Aber ich habe die Waffen natürlich auch überhaupt nicht ausgebaut. Ja, wir machen mal möglich Krippe unterbrechen angreifen. Wir machen das mal. So, dann haben wir Raider. Und da machen wir das auch. So. Und wobei der auch da oben hätte, aber der hat hier sowieso keine Punkte. Das ist das, was der jetzt machen kann. Bei Larry da, ja, ne, ist halt nichts da oben, das will ich nicht nehmen. Okay. So, das hätten wir erledigt. Und dann werden wir... Wir haben jetzt auch die Mine. Wir haben aber sowieso den Charakter, der noch da angelaufen kommt. Dem sein Inventar ist allerdings voll. Das Ding ist aber auch ziemlich kaputt. Naja, aber den können wir da nicht alleine rumlaufen lassen. Wir könnten auch Sachen mit dem abgeben, dann würde der nämlich noch mehr Erfahrung bekommen. Der ist übrigens auch gestiegen. Weil die Erfahrung auf ihm ist natürlich am sinnvollsten. Wir müssten da aber rein... Ja, machen wir das erstmal so. Okay. Weiter. Ready and available. So. Die werden sich jetzt hier mal die Mine ansehen. Die gehört ja jetzt uns. Eyes here. Team redeploying. We outie. Ich glaube, die Minen sind jetzt hier. Na, da haben wir noch eine Mine. Aber vorher waren hier noch mehr. Ich nehme mal an, dass die schon jetzt automatisch weg sind, weil uns die Mine jetzt gehört. Aber um Neff Ryan glücklich zu machen, nehme ich die Mine mit. Da sind wir jetzt nicht explodiert. Da ist ein Hintereingang. Okay, dann gehen wir mal da runter. Das dürfen wir jetzt.
Jawohl. Hat so mal Klalling gemacht, ist irgendwas gestiegen. Box hat Gesundheit bekommen. Okay. On our way. Très bien. Possible valuable spotted. I've marked the coordinates. If there is a Fedora, it is mine. Ah ja, genau. Wir haben Wortwitze bekommen. Keine Ahnung, was. Ah, das sind fantastische Wortwitze. Okay. Ah, das ist die Führungsqualität. Wird nochmal. Ja, dann machen wir natürlich die gute Führungsqualität noch besser. Das kriegt der Raider. Und das lesen wir dann auch. Wow, I got better. But this is a team effort, so thanks, guys. Ja, gern geschehen. Ja, mit dem Arztgedöns könnten wir alles auf. Die sammle ich einfach mal. Die müssen wir da mal schauen. Dann. Dem könnten wir. Ja, also wir haben hier eine Maschinenpistole bekommen. Das Löwengebrill. Das müssten wir natürlich mit. Naja, sagen wir mal dem hier vergleichen. Aber die Sache ist halt die, das kann man nicht modifizieren. Das heißt, das ist schon auf dem maximalen Zustand. Das hat weniger Reichweite, macht aber mehr Aua. Ist lauter. Ja, erhöhter Bonus durch Zielen, aber meistens benutze ich das sowieso mit dem Run and Gun. Ich würde sagen, das kriegt der. Und dem können wir noch das hier geben, dann fällt das natürlich raus. Oder er bekommt die stattdessen. So. Okay. Dann. Ja, dann. Moment, da haben wir noch. Können wir noch hier reinziehen. Aber ich werde auch vom Inventar, ich werde das nicht immer alles 100% optimieren. Das macht auch keinen Sinn, irgendwo da immer zu gucken, dass man maximal viel Platz frei hat. Ich werde halt schauen, wenn da was ist. Wenn wir gerade wieder Platz brauchen, dann mache ich halt wieder ein bisschen Platz frei. Aber da immer ein optimales Auge drauf zu halten, ist auch ein bisschen Zeitverschwendung. Team redeploying. Und natürlich sehe ich da nicht alles. Also, ja. Look at that. Das ist halt so. Have some food. Dann nehmen wir. Ich glaube, die Messer, die hat der selbst erstellte Charakter mit. Die können wir jetzt hier nicht stacken. I'll catch up. Box hat natürlich 10, aber es nutzt nichts. Medizin und. Da haben wir nochmal 2. Da haben wir die natürlich jetzt auch. Das sind jetzt 2. Das sind 3 Stapel. Also. Ja, okay. So, Player. We're moving the party. Da. Weisheit-Check fehlgeschlagen. Für diese Aktion wird ein Söldner mit besseren Fähigkeiten benötigt. Keep it in real. Erfolgreich, die Erzader hier scheint Silber zu sein, deutet auf ein größeres Vorkommen hin. Minengewinne haben sich erhöht. Word up. Eyes here. Falle deaktivieren. Aber. Come on, Ted. Let's go. Das ist eine Technikfalle. Da haben wir sowieso keinen, der das machen könnte. Aber das macht eh keinen Unterschied jetzt hier. Da haben wir ein Gewehr. Also das, was der hier hat, diese Winchester, ist auch nur ein Gewehr. Ist halt eigentlich mit einer Dragunov zu vergleichen. Also so toll ist das, was der hat, jetzt nicht. Das macht halt mehr Schaden, aber hat weniger Reichweite. Deutlich weniger Reichweite. Und auch keine Salve. Und das Ding ist natürlich hier eigentlich Schrott. Also das hier können wir verschrotten. Eigentlich könnten wir die Winchester auch verschrotten. Aber wir benutzen die jetzt mal spaßeshalber bei dem.
Was hatten wir jetzt dem Raider eigentlich? Achso, der hatte Goldrausch. Naja, okay, aber die hat zumindest noch weniger Punkte kosten. Wobei die hatte das auch, ne? Ja. So, dann. Na. Schrott. Kein Problem. Schrott. No sweat. Da haben wir wieder was. Fehlgeschlagen. Der clevere Eis wieder. Dann laufen wir jetzt hier auch mal gerade noch entlang, nur damit wir. Ja. C'est parti. We're on it. Of course. Let us get this safari movie. Ja, da haben wir nochmal einen Stuhl, aber da wird es natürlich auch nicht sein. Und dann haben wir hier. Also ich nehme an, dass das einfach immer im letzten Stuhl ist, den man sich anguckt. Oder ist es ganz bewusst irgendwo ganz rechts gesetzt? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das komplett zufallsbasiert ist. Ich meine, es ist eine Möglichkeit, aber. Doppelläufige Schrotflinte. Da ist aber was dran. Aber wir benutzen sowieso keinen mit doppelläufiger Schrotflinte. Also eigentlich macht das eh keinen Sinn. Was ist denn da dran? Werfen wir mal einen Blick. Ein verkürzter Lauf. Ja. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Okay, und das hier müssen wir wieder separat. Ach, da haben wir den nicht. Okay. Da ist nichts mehr. Das sieht auch wieder aus wie so ein alter Nazi-Bunker-Mine aus Indiana Jones oder so. D'accord. We're moving. Something worth checking out over here. Dann haben wir nochmal so. Was ist denn damit los hier? Word up. Let's see what we got, team. Okay. Ja, die können wir natürlich. Es darf nicht zurückgelassen werden. So. C'est parti. Nein. Ist hier nicht. Boah, damit war es das hier auch schon. Habe ich was übersehen? Ich glaube nicht. You got it. Haben wir unser Einkommen erhöht, aber. Naja. Oh, da ist noch was. Let's get moving. Come on, show me some blings. Show me some cheddar. Nice, okay. Schup. D'accord. We're moving. Weiß nicht, ob wir da hinlaufen können oder müssen oder ob wir. Ah, wir können auch so einfach wieder wegreisen. Okay. Ja, wir können da auch erstmal. Wir müssten eigentlich jetzt mit dem Trupp da hin. Aber ich weiß nicht genau, was sich hier ergibt mit dem. Wir warten erstmal auf den anderen Charakter ein bisschen. Wir müssen sowieso warten, weil die anderen hier noch ziemlich lange brauchen, um da hinzukommen. Oder wir laufen mit denen schon mal woanders hin. Wir könnten aber auch die anderen abstellen und den Raider hin und her laufen lassen, dass der den anderen abtransportiert. Der Raider ist halt so schnell. Das wäre noch eine Option. So, die sind jetzt hier angekommen. Die bräuchten dahin 4 Stunden. Dann könnte der Raider zurücklaufen und den einsammeln und den auch hier hinbegleiten. ja, das können wir machen. Und dann können die anderen in der Zwischenzeit sich bandagieren und so weiter. Oder schlafen. So. Okay.
Dann... ja, machen wir hier weiter. Also da müssten wir noch die Quest abgeben. Das machen wir dann aber mit... Einfach mit dem Hauptcharakter alleine. Ja. So, Bravo-Trupp hat... Das ist der jetzt. Okay, da brauchen wir nichts machen. Der geht einfach weiter. Echo-Trupp hat G10 erreicht. Das ist... Wahrscheinlich der andere Trupp da. Echo, genau. Da müssten die jetzt zu. Und die werden jetzt zusammen. Genau, die werden natürlich jetzt das Training abbrechen. Moment, ich habe das aber falschen. Die werden jetzt Training abbrechen und sich dahin auf den Weg begeben. That's a wrap. Mhm. Okay. Dann hat der das erreicht. Der geht jetzt hier mal die Quest abgeben. Falls man die jetzt so überhaupt da abgeben kann. Ich weiß auch nicht, ob man da Belohnung bekommt. Oder ach, da hätte man noch entschärfen können, als wir mit Larry hier waren. Naja, okay. Oh, da haben wir noch ein Newsletter. Sinkende Exporte, Warnungen, Krokodile. Hallo alle miteinander. Hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Kerry. Deutlicher Niedergang von Bergbauexporten aus Grand Chien erwartet. Während sich die politische Situation in Grand Chien weiter verschärft, mehren sich die Versorgung der Bergbaubetrieb der Insel könne zum Erliegen kommen. Adonis, eines der wenigen verbleibenden Unternehmen, das in der Region noch Geschäfte macht, hat öffentlich verkündet, alle notwendigen Maßnahmen ergriffen zu haben, um den fortlaufenden Betrieb seiner Minen zu garantieren. Gerüchten zufolge hat die Legion den Großteil der Diamantenminen unter Kontrolle, verliert jedoch zunehmend Boden an bisher nicht näher bekannte Fraktionen. Wir werden diese Geschichte aufmerksam verfolgen. Weiterverfolgen. Wir führen keinen Krieg, aber wir werden unser Eigentum und unser Personal beschützen, erklärt Adonis Stellvertreterin. In einem kürzlich geführten Interview mit dem Daily Cheyenne bekräftigt, bekräftigt Corazon Santiago, Stellvertreterin von Adonis, dass die Firma Gewalt einsetzen wird, um ihren Bergbaubetrieb vor der Bedrohung durch die Legion und andere Rebellentruppen zu schützen. Während Adonis offiziell bestreitet, sich in den wachsenden Konflikt in Grand Chien einzumischen, wird vermutet, dass das Unternehmen bewaffnete Söldnertruppen aus dem Ausland bezahlt, um den Würgegriff der Legion zu brechen. Angriffe durch Krokodile nehmen zu. Bauern in Panik. Krokodilangriffe haben dieses Jahr bereits eine neue Höchstzahl erreicht. Krokodilbezogene Vorfälle bedrohen den Lebensunterhalt von Bauern nahe der Sumpfgebiete von Grand Chien und sorgen für massiven Unmut im Land. Rebellen, die Legion und jetzt auch noch Krokodile. Gott hat uns verlassen, berichtet ein Einwohner unter Tränen, der binnen des letzten Monats die Hälfte seiner Herde an Krokodilen verloren hat. Führende Wissenschaftler vermuten den Klimawandel. Der Klimawandel habe zu einem Anstieg der Krokodilpopulation geführt, was die steigende Zahl brutaler Angriffe durch die Tiere erklären würde. Anwohner bleiben skeptisch. Das Wetter habe sich im Vergleich zum Vorjahr nicht stark verändert und diese Schnösel von der Universität können mich am Arsch lecken, wenn es die Krokodile nicht vorher tun. Okay, wie geht es weiter? Okay, und das ist alles... Standard, bla. Okay, dann certainly reden wir mal mit der. Sure. You like girls, boys, or something in between? Thank you for talking sense into him. I can hear you, honey. Then be a good boy and don't eavesdrop. Never. A communist would never do such a thing. Shushu, go check the girls. At once, Generalissimo. Mission accepted. Of course I said yes. He is a wonderful man and I am a lucky woman to have him. But don't tell him that. He would be so full of himself that I'd have to ask the girls to throw him in the cold water basin again. Na, habe ich versehentlich eins weggeklickt, okay. Molly? Was mit Smiley? If I only knew. Da ist aber nichts Neues. Erzählen Sie uns den Kommandos. There are some foreigners, like you seem to know them. I won't ask questions. I just want Molly back. Okay, aber zu der anderen Quest ist einfach jetzt abgeschlossen, oder was? Please find Molly and return.
Ich guck gleich nochmal in die Quest rein. Stolz haben wir bekommen. Okay. Moral. Na, eventuell wäre das mit den anderen dann doch besser gewesen. Wenn wir das mit allen... Ich glaube, dass... Ich lad mal gerade. Ich glaube, dass... ja. Ich glaube, das bringt für eine ziemliche Dauer was. Also machen wir das anders. Dann gehen wir das hier ab. Ich dachte auch eigentlich, dass wir da nochmal Erfahrung bekommen würden. Durch diese Dings-Quest hier mit den... mit den Missbrauchtypen da. Uns fehlen nur noch zwei Stühle. Sind aber jetzt auch die... Bonshin, Early, Savanne, Pantagruel. Sektor hat eine Belohnung für die Bestrafung der Missbrauchstäter versprochen. Da hatten wir aber doch gar keine Option. Verstehe ich jetzt nicht. Ich reise jedenfalls jetzt mal mit allen darüber. Ready and available. As always. Mhm. Reporting new position. Arrived in sector. Dann werden wir mit auf den aber auch gerade noch warten. Und dann werden wir hier gerade... ja... Dann können wir hier mal eine Operation Miliz... nicht Milizausbildung. Söldner trainieren machen. Was nehmen wir denn da? Treffsicherheit. Wir könnten natürlich gucken, dass wir den Larry bei der Beweglichkeit hochbekommen. Oder hatte der noch weniger Geschicklichkeit? Oder mehr oder weniger? Fox ist super mit Geschicklichkeit. Wir machen das jetzt einfach mal so. Die gehen alle als Schüler. Okay, dann machen wir das so. I will give this task all the love it deserves. Mhm. Und dann weiter. Okay. Ja. C7 erreicht. Die können jetzt dann direkt weiterreisen. Das ist aber jetzt... Nicht, dass ich mich hier jetzt vertan habe mit dem Laden. Will do. Ich guck nur mal ganz kurz. Sure. Oh, da habe ich noch was vergessen Going. Zu looten. Affirmative. Naja, das, die Mine hatte ich da entschärft, aber das hier müssten wir noch mitnehmen. There's some quality stuff in here. What? Und das geht glücklicherweise so. Okay. Das passt alles. Dann reist der jetzt noch nach da unten. Da können wir einen Stufenaufstieg machen. Und da nehmen wir das hier. 70% mehr Crit-Schaden. Nach einem Kill 30% zusätzlicher Schaden. Das klingt schon ganz ordentlich. So, der reist nach unten. I'm here, Chief. Die sind zusammen. Die müssen wir jetzt wieder zusammenbauen. So. Dann werden die... Jetzt habe ich wieder... Ist das noch das richtige Team? Nee, das ist jetzt das andere Team. Ich will das Team hier. Das Team. Das soll jetzt da hinreisen. Jawohl. Weiter. Die sind angekommen. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sind wir natürlich auch mit Larry hier, der das nochmal entschärfen kann. La-
Larry. Hang on, Ted. Da haben wir den Newsletter wieder bekommen. Okay, bla 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 bla, ist dasselbe. No problemo, man. Boy, that's real hard when my hands are shaking. Da haben wir wieder denselben Schrott. Die anderen... Play ist zu weit weg, okay. Hey man, what's up? Let's get moving. What? Drei Teile. So, und der hat vermutlich, genau, der hat die Messer. Dann können wir das Messer Einheit geben. Bravo-Trupp. Der hat das jetzt. Einheit geben. Das rüber. Okay. Naja. Wir können da eigentlich mal gerade alles leer machen. Na. Und den auch noch. Das geht nicht mehr, da müssten wir jetzt wieder Platz machen. Da haben wir zweimal Rohre. So, hätten wir das. Okay, dann gehen wir nochmal dahin. Affirmative. Certainly. Nein. Machen wir das nochmal. We're on the move. Not from around here, are you? Come, let me give you a warm welcome. Thank you for talking sense into him. Poor Savannah Lion. He was so cute with those horrible flowers he picked, all red with embarrassment. I can hear you, honey. Then be a good boy and don't eavesdrop. Never. A communist would never do such a thing. Shushu, go check the girls. At once, Generalissimo. Mission accepted. Of course I said yes. You two are adorable. I envy you. I mean, in a nice way. I know, darling. Thank you. Ja. Tschüss. Please. Vielleicht können wir das auch erst abgeben, wenn wir das andere erledigt haben. I heard you have punished those abusers, darlings. Thank you. This is how we teach good manners on the Ajani. Here, take your well-deserved payment. Feel free to spend it in Lilies Rouge. Hätte ich wohl... Hospitality is most kind. But we have other matters to attend to. Of course you do. But remember, we'll always be here to attend to any matter you wish. Hätte ich also nur nochmal mitreden müssen, aber ganze $2,000. Please find Molly and return her home, darling. We all miss her dearly. Das ist schon ein bisschen mickrig. Yes? What's on your mind? Inventar voll fallen gelassen. Fernbeziehungen war, glaube ich, Treffsicherheit. Dann müssen wir jetzt nochmal hier und dann Sektorversteck. So. Ja, mit wem könnte man das am besten lernen? Vielleicht, weiß ich nicht. Mal mit dem Hauptcharakter vielleicht oder mit, was hatte der Raider nochmal für eine Spezialfähigkeit? Das war auch irgendwas mit Overwatch, oder? Gegen Feinde innerhalb des Überwachungsgefechts eines Bereichs eines Verbündeten. Naja, das ist natürlich jetzt nicht so super toll. Das hier ist halt super gut. Von daher würde der von einem reinen Marksmanship auch
ziemlich gut profitieren. Weil bei den anderen Sachen, wenn man zielt, dann kommt halt Dexterity und so weiter mit rein. Also machen wir das mal hier. Der hatte sowieso schon einen hohen Wert, dann machen wir den noch höher. So. Dann können wir, ja, werden wir wegreisen. Fox, Ice, Raider, Flame and Blood sind beschäftigt. Moment. Bewegung abbrechen. Ja, wir könnten die jetzt hier trainieren lassen. Und wir könnten auch zuerst mit nur einem Charakter vorlaufen. Da wäre es jetzt aber zu schauen, wer denn da am ehesten müde wird und so weiter. Falls der Raider nicht auch müde wird. Der müsste die im Endeffekt zweimal hin und her bringen, weil der so schnell ist, wird sich das trotzdem lohnen, glaube ich. Oder die anderen laufen den halben Weg. Also wir könnten auf jeden Fall dahin. Das werde ich zum nächsten Mal dann mal ausprobieren, dass wir, wie wir die am effizientesten darüber bekommen, dass wir da nicht zu viel Zeit verlieren und die vielleicht auch noch hier ein bisschen trainieren können. Also die eigentlich verschwendete Zeit, die müssen halt auch wahrscheinlich hier, die ist schon müde. Also die wird eigentlich jetzt dann auch langsam rasten müssen, aber jetzt schon zu rasten macht keinen Sinn, weil wir dann zusätzliche Leute haben, die rasten und sind wir nachher die ganze Zeit am Rasten, das macht auch keinen Sinn. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich dann alles gemanagt bekommen. Ja, wir werden uns dann hier am Flüchtlingslager treffen und dann die Gruppen zusammenpacken. Und dann werden wir eine Gruppe nach Norden schicken. Die wird dann das hier erkunden. Und die andere Gruppe, die fährt dann nach Süden und die wird dann diese Stadt hier einnehmen. Wahrscheinlich angefangen mit dem Gefängnis, aber da müssen wir mal schauen. Vielleicht fangen wir auch hier mit dem Hafen an, dann sind wir flexibler. Können wir wieder schnell wieder zurück, falls wir da benötigt werden. Und, boah, der ist dann auch da angekommen, der wird dann bald da runterfahren. Also wir gucken dann erstmal, wie wir die am besten dahin transportiert bekommen mit diesen Müdigkeit und mit den Zeitpunkten, was man hier leider in diesem... ja, nur sehr schwer abschätzen kann, wie was geht. Das muss man im Endeffekt ein bisschen austesten. Also, das werde ich fürs nächste Mal dann mir anschauen. Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen quasi immer wochentags, im Moment immer täglich. Könnt aber auch gerne den Kanal abonnieren, um nicht zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.